Hallo zurück in den Königreichen von Echo. Ja, wir stehen hier vor unserer Schmiede und ich wollte hier ein bisschen was rauspopeln. Und zwar brauchen wir noch ein bisschen Wellblech, damit unsere Könige, also quasi ich, damit ich es auch schön weich habe. Moment. So, dann wollen wir hier ein bisschen Wellblech rauspopeln. Wie viel haben wir hier noch? Mach auf. Ja, 20 könnten reichen. Wir nehmen mal die 28. Komm, wir nehmen die 28 mit. Die werden wahrscheinlich reichen. So viel brauchen wir davon nicht. Oder? Nee, glaube ich nicht. Und, nicht wieder hoch. Ja, LKW habe ich da gelassen. Ich bin hier zu Fuß hergelaufen. Ist alles zu. Gut, der Server war komischerweise auch runtergefahren. Warum, weiß ich nicht. Ja, was wollte ich noch holen? Ach ja. Wir haben ja durchaus auch noch ein paar Kronleuchter jetzt im Inventar. Die habe ich auch noch zwischendurch hergestellt. Ich glaube, vor der letzten Folge schon. Und dafür brauchen wir, glaube ich, Fett, wenn ich mich erinnere. Nein. Aber ich weiß es gerade nicht so genau. Haben wir noch ein bisschen? Ja, ein bisschen haben wir noch. Talg. Naja, gut. Ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Hier ist nichts drin. Hier ist noch Milch drin. Stimmt, da wollten wir ja auch noch was machen. Das habe ich ganz vergessen, wegen dieser ganzen Schlossbastelei. Gut, jetzt gucken wir nochmal, wie viel Fett kriegen wir denn hier raus? Nur aus roher Wurst ist ein bisschen, das ist ein bisschen dürftig. Na gut, dann ist es so. 30. Na, ist ja nicht gerade viel. Na gut. Dann stellen wir ein bisschen rohe Wurst her. Auch okay. Warum ist das an? Das darf nicht an sein. Das ist okay, das ist okay, das ist okay. Ja, gut. Ach, diese ganzen Viecher können wir eigentlich auch noch verwursten. Dann machen wir das auch nochmal schnell. Dann sind die wenigstens schon mal durchgelaufen. Will ich jetzt wirklich alle Elche? Ja, komm. Machen wir. So, und alle Wölfe, auch Hasen, ja, Hasen. Oh. Da haben wir nur einen. Ein Hasen, na gut, ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber okay. Und den und, es war gar kein Wolf, oder? Fuchs, es war ein Fuchschen. Alles klar, Fuchskadaver, sehr appetitlich. Und 15 Wölfe, von mir aus auch das. So. Kriegt man jetzt nur noch Talg aus der rohen Wurst, wenn man rohe Wurst herstellt? Das ging doch auch nochmal anders. Ach, weiß ich nicht mehr. Nehmen wir die mal mit. Können wir gerade noch so tragen. Haben wir lustigerweise kein Gewicht. Der rechten Maustaste, nicht mit E. Jetzt müssen wir mal wieder zurücklatschen. Ja, renn, du Sau. So. Ich habe natürlich wieder ein bisschen weiter gemacht, aber nicht allzu viel. Lasst mich doch mal los. Das sind bestimmt diese ganz gemeinen Tomaten, diese Killer-Tomaten hier bestimmt. Die wollen mich immer ins Erdreich reinziehen, um mich dort zu ersticken mit ihren Wurzeln. Na, wenigstens haben sich die Schildkröten jetzt wieder etwas verteilt. Hier war erst eine ganz große Schildkrötenversammlung hier auf dem Platz. Ich weiß nicht. Die planen vielleicht die Übernahme der Welt. Ich weiß es nicht. So, hier müssen wir natürlich auch noch einen Weg hinbauen. Das müssen wir auch noch alles machen. Ja, das ist nicht wenig, was wir hier noch machen müssen. Ja, wie ihr seht, ich habe den Eingang etwas designt. Was willst du denn hier? Was willst du hier? Du darfst hier noch nicht stehen, später darfst du dich gerne einpflanzen. Ja, und zwar ist ja hier diese Frischwasserquelle hier unten drunter. Und die wollte ich nicht zubauen, weil es nicht so viele Frischwasserquellen auf unserem Mini-Planeten hier gibt. Ab dem Update 8.0 können auch 4 Quadratkilometer große Planeten generiert werden. Vorher war das ja immer so ein bisschen instabil. Ich weiß nicht, seit wann man größere als 1 Quadratkilometer generieren kann. 1 Quadratmeter war empfohlen, als ich diese Welt generiert habe, und das habe ich entsprechend auch gemacht. Ist natürlich etwas klein. Deswegen haben wir nicht so wahnsinnig viel Platz hier. Lass doch mal. Da, hier müssen wir auch noch bei.
Na gut. So, was wollten wir jetzt machen? Wir wollten jetzt unserem König erstmal ein bisschen Bettchen kredenzen. Machen wir das mal. Truck, Truck, Truck. Überall Trucks. Schmerkse Immobilien ist auch ein Truck. Lager. Da oben ist ein Lager. Ich weiß nicht genau, wo das da ist, aber irgendwo wird das schon sein. 100 brauchen wir davon nicht. 52 werden auch reichen. Ich hoffe, das wird so alles passen. Glas. Brauchen wir irgendwas aus Glas? Eigentlich nicht. Wir nehmen es trotzdem mal mit. Das Gerahmte. Ach komm, wir nehmen beide mal mit. Wir lassen uns einfach inspirieren. Lumber braucht man natürlich auch. Ich hätte vielleicht mal darauf achten sollen, dass das nur 20er Stacks sind. Ne? Naja. Gut, also nochmal. Wo waren das nochmal? Ich habe noch mehr als nur 20 Wellblech mitgenommen. Wo sind die jetzt wieder hin? Es ist ja, ach so, ja, ich sehe es gerade hier in meiner Hand natürlich. Meistens in der Hand. Okay, dann nehmen wir nochmal so einen nochmal mit. So, dann nehmen wir nochmal noch einen zweiten Stack mit, davon auch noch einen zweiten. Wenn er sich denn stacken lässt, hallo, komm mal her hier, dankeschön. Noch einen zweiten Lumber, noch einen zweiten Glas. Das passt dann schon, alles, wollte ich eigentlich sagen. So. Reicht das jetzt an Material? Ich hoffe ja. Ich würde sagen ja. Reicht ja auch. Reicht. Teppich müssen wir auch noch verlegen. Gut. Welches Lager ist denn das jetzt? Ich schwinge hier drunten meine Axt. Moment. Wo ist denn unser LKW mit dem ganzen Müll drin? Hier, da ist er. Da kommt erstmal das rein und das kommt da auch rein. Das brauchen wir erstmal noch nicht. Das wollte ich auch noch machen. Möglichst auch noch in dieser Folge. Ich hoffe, ich schaffe das. So, Lager. Ah, hier. Dieses Lager. Das ist das Durcheinanderlager. Auch nicht schlecht. Warum auch nicht? Lager Storage haben wir da oben auch noch. Das ist sehr schön. Freue ich mich ein bisschen, dass da auch noch Lumber drin ist. So, ziehen wir das Ganze mal eine Etage höher. Glaube ich jedenfalls, dass es eine Etage höher eingelagert wird. Umso weniger müssen wir rauf und runter rennen, deswegen mache ich das Ganze nur mit diesen Lagern. So, alles klar. Und weiter hoch. So, ja, jetzt ist das hier. Das ist sehr schön, da freue ich mich ein bisschen. Haben wir hier oben denn auch schon ein Lager? Ich glaube nicht. Doch, aua. Ach ja, Steine. Gut, dann ich hoffe, wir haben auf das Lager da unten Zugriff. Wo ist Lager? Lager, 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 Bier. Ich weiß, wir haben auch schon seit längerem wieder diese tolle, wie heißt die Mod nochmal? Na, diese tolle, womit wir unseren Schwarzbrennkeller da gemacht haben. Die gibt es ja wieder schon seit längerem. Ich komme zu nichts hier, Leute. Ich komme zu nichts. Und ich weiß nicht, warum ich jetzt unbedingt dieses Schloss bauen will. Wahrscheinlich, weil es ein Königreich ist und jeder anständige König ein Schloss hat. Naja, gut. Siehst du? Können wir eigentlich gleich mal damit anfangen? Nein, nicht damit, sondern hiermit. Mit Säulen. Denn das Bett soll Säulen haben. Ich weiß noch nicht, ob die schön sind. Sind die schön? Bin mir nicht sicher. Sehr massiv, aber ich glaube schön. Sag mal, gibt es nicht irgendwie die Möglichkeit, hier Vorhänge zu machen? Das wäre schon ganz schön. Der König und die Königin wollen sich nicht schließlich nicht jede Nacht beim Hökern zugucken lassen, ne? Das wäre echt nicht so schön. Sieht irgendwie aus wie zwei Auspuffrohre. Ich weiß auch nicht. Okay. So, was noch? Was wollte ich noch machen? Weiß ist für Bettdecke und Rot sollte auch für Bettdecke sein. Das sollte das Gestell werden. Ich habe noch keine Ahnung, wie es aussieht, aber oder wie es aussehen wird. Aber ich hoffe, das wird sich auch bald geben. Nur zu hoch machen dürfen wir es auch nicht. Obwohl, ein Hochbett, warum nicht? Ja klar, ein Hochbett. Ja, gute Idee. So, direkt vorm Fenster natürlich. Hm.
Naja, naja. Ich bin gespannt. Bettdecke. Kopfkissen. Erstmal Kopfkissen. Erstmal brauchen wir Kopfkissen. Kopfkissen. Ich hoffe, das geht hier auch so. Ja, das ist schön. Nein. Das ist nicht schön. Das, obwohl, das kann man auch als Kopfkissen vielleicht durchgehen lassen. Vielleicht. Das wäre zu viel des Guten. Ja, das ist zu viel. So. Sieht aus wie ein hölzerner Sarkophag irgendwie. Naja, Ziegel. Das soll so eine rote Bettdecke, so eine rote, edle Bettdecke darstellen. Naja, eine Königin mit einem Mops. Zwei Möpse. Nein. Nein, das ist jetzt falsch. Nehmen wir mal dieses. Ist das gut? Nein, das ist nicht gut. Das hat Rahmen. Rahmen möchte ich hier nicht. Ja, Löcher. Das hat auch Rahmen. Das ist ja nicht so schön. Das ist gerade nicht so toll. Obwohl, das wären bestimmt auch ganz nette Säulen, oder? Gucken wir mal. Dafür, das würde sich als Ofen vielleicht, als Kamin vielleicht eignen. Weiß nicht. Ja, eigentlich wollte ich hier. Das wäre, glaube ich, zu viel, ne? Ja, komm, das ist zu viel. Das Bettgestell, das braucht man, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht, das Bettgestell. Das ist okay. Das können wir vielleicht als Rahmen drumherum vielleicht ziehen, aber als Gestell drunter brauchen wir das nicht. Nochmal hier Stahlbeton. Da wollen wir hier nochmal was hinsetzen. Und zwar, damit das auch schön aussieht. Ich hoffe, das klappt so auch, wie ich mir das vorstelle. Natürlich nicht. Warum denn auch? Ja, nee, das ist nicht gut. Nein, 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 nein. Das wird wieder zu hoch. Ich wollte hier keine Pyramide aufstellen, Mann. Komm, dann lassen wir das als kleines Kissen halt so da irgendwie stehen. Das müsste eigentlich auch ganz gut sein. Ja, nee. Nein, 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 nein. Grabmal auch nicht. Möglichst nicht. Diese Blöcke. So, so, so. Nein. So, jetzt kommt die Bettdecke. Gucken. Ziegel. So, es geht jetzt hier ratzfatz. Nein, nicht mit diesen Blöcken. Oder doch, nehmen wir doch die. Nein. Ich möchte ein möglichst natürlich wirkendes Bett. Natürlich. Bauen, aber irgendwie gelingt mir das scheinbar nicht so ganz. Obwohl doch, das könnte schon so hinkommen. Leicht aufgeschlagen, das ist, glaube ich, okay. Bisschen schmal für ein königliches Bett. Moment. Das können wir korrigieren. So. Das war falsch, ne? Ne, war richtig. So. Den und den und da müssen auch noch welche hin. Ja, das ist ein Hin und Her hier. Junge, Junge, Junge. Pluff. So, die Säulen kommen erstmal wieder weg. Sollen ja auch optisch passen. Die bauen wir zum Schluss dran, glaube ich. Würde ich sagen, ist das Beste. So. Doch, das Bettchen, das gefällt mir schon vom König. Das ist schon ganz, ganz nett. Kann man so anbieten, glaube ich. So, so. So und so. Ja, doch, das ist schick. Das gefällt mir. Und mit Lamba, Lamba, Lamba. Nein, dafür braucht man 20er. Da können wir tatsächlich ein Bettgestell noch machen. Aber ich glaube, die normalen Blöcke werden zu fett dafür. Dann nehmen wir lieber hier vielleicht diese. Ja, das ist. Weißt du, mit nichts verbindet sich der Kram, außer mit Lamba.
Na gut. Können ja auch gerne ein Einbaubett sein. Warum nicht? So ein Klappbett vielleicht. So. So. Oh, sieht doch ganz... Naja, mir wäre es auch lieber, wenn das direkt am Bett dran wäre, aber es geht leider nicht hier. Das geht hier leider nicht, aber es ist schon so ziemlich wuchtig. Das finde ich wiederum ziemlich cool. Ja, vielleicht auch ein bisschen zu wuchtig, oder? Ja, nee, das ist, glaube ich, zu viel des Guten. Ja, das ist zu viel des Guten. Leider. Na, schade. Also so sieht das auch wieder so hässlich aus. Wir lassen das erstmal dran. Komm, wir lassen das mal dran. Und stattdessen versuchen wir vielleicht hier mit diesen Blöcken vielleicht mal irgendwie was zu machen. Das wäre bestimmt auch machbar. So. 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 Das sind übrigens auch Säulen. Oh. Die Säulen der Gesellschaft. Hm. Weißt du Bescheid. Wo sind die jetzt? Keine Ahnung. Deswegen... So. Ja, das ist wieder nicht so gut. Ich hätte das Ganze vielleicht ein bisschen weiter nach vorne ziehen sollen, ne? Ja, gut. Ja, ja, ja. Erst Marki, erst durchdenken den ganzen Kram. Nicht immer spontan. Obwohl, spontan ist ja auch gerade das Lustige dran. Ich baue ja wahnsinnig gerne spontan. Merkt man bestimmt nicht. Deswegen bauen wir auch ständig wieder um. So. So, und den. 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 Und den auch. So. Das ist ja nicht so schlimm. Den können wir tatsächlich auch hier draufsetzen. Der kann ja auch da so dann auch drauf bleiben. Und jetzt kommt. Jetzt kommt's, Leute. Jetzt kommt's. Jetzt machen wir den ganzen Kappes hier wieder weg. Welche hatte ich denn da? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, die waren das. Ja, die waren das. Eignen sich wunderbar als Bettdecke. Nicht als roter Teppich, aber als wunderschöne Bettdecke. Finde ich toll. Ja, ich weiß, es war jetzt nicht nötig, diese abzubauen, aber ich habe es trotzdem einfach mal gemacht, weil das hier alles Schrägen sind. Aber naja, gut. Egal. Was soll's, was soll's. So. So, das Bettchen ist jetzt auch fast fertig. Das finde ich toll. Wir brauchen natürlich auch noch mehr Betten. Weil es ist ja nicht nur ein Schlafraum, es ist ein Schlafsaal und so fett bin ich nicht. So, nochmal 20. Wir brauchen doch mehr Material als gedacht. Wer hätte das gedacht? Also ich mir nicht. Und gut, dass ich mehr mitgenommen habe. Gut, das ist hier zwar nicht so schön, aber das interessiert, glaube ich, auch gerade keine Sau. Mich jedenfalls überhaupt nicht. Das stört mich gar nicht. Irgendwie. Ich wundere mich, dass mich das überhaupt nicht stört. Obwohl, so ein bisschen schon. So ein bisschen stört mich das schon. Zumal hier gar kein, hier ist gar kein richtiger Pfosten dran. Na gut, dann stört es mich doch. Muss ich vielleicht nochmal kurz was ändern. An der Außenmauer. Hm. Oder wollen wir es noch einen weiter abziehen? Ja, oder? Ziehen wir es noch einen weiter ab, dann ist das, kommt das hier von der Mauer weg. Dann brauchen wir die Mauer nicht verändern, weil das sieht sonst auch nicht schön aus. Komm, das verändern wir nochmal schnell. Auf den letzten Drücker noch, weißt du? Ja, das Problem ist, dass man alles Anhängende auch immer gleich wieder abbauen muss. Aber ist ja auch nicht so schlimm. So. Den. Bluff, 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 bluff und bluff. Den auch. So, jetzt kommen Säulen. Die tragenden Säulen. Nun, setz doch mal drauf. Setz drauf. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich wünschte wirklich, es gäbe eine Mod für Fenstervorhänge. Das wäre echt grandios. Die würde ich sofort nehmen. Allein hier fürs Schloss. Ich weiß nicht, wollen wir auf der neuen Map dann auch wieder ein Schloss bauen? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob das so gut bei euch ankommt, weil es wirklich ein sehr, sehr großes Unterfangen. Es sei denn, ich baue es vielleicht zwischen den Folgen. Ich habe ja auch so einen Drang, immer was selber noch zu machen, wie man bestimmt überhaupt nicht am Abwehrsystem gemerkt hat, aber na gut, komm, ist auch egal. So. Und so.
So, den. Jetzt haben wir hier einmal diese. Und dann noch, ich weiß nicht. Ist das dann genauso? Ja, ist genauso. Das ist gut. Das ist okay. Damit können wir leben. Das ist super. So, dann haben wir das Bett auch gleich schon fertig. Naja, was heißt gleich schon fertig? Mangels Vorhänge wird es wahrscheinlich auch gar nicht so toll aussehen, aber deswegen versuche ich so eine Art Vorhang vielleicht zu machen, dass wenn die Vorhänge auch sehr durchsichtig werden, weil es nur Fenster sind, aber es ist das einzige Material, was wir hier einigermaßen durchsichtig haben. Es muss ja gar nicht vollständig blicklicht sein. Ja, es gefällt mir. Das ist gut. Jetzt nehmen wir noch hier das normale Fensterglas. Das reicht, glaube ich, dafür auch. Mehr wäre, glaube ich, auch zu viel. So, so. Ist überhaupt was dran? Ich sehe das gar nicht. Ja, gut, Fensterglas, ne? Ja, das ist vielleicht... Na gut, es wäre ein bisschen zu viel des Guten. Ich sehe kaum, wo ich das anklippen muss, aber gut. So. So. Vielleicht, wenn es hell wird. Mal gucken. Warum ich das gerahmte Glas jetzt nicht hierfür nehme, mir ist eingefallen, dass die Rahmen dann doch sehr dominant sind. Ich weiß nicht, muss das? Moment, hier unten muss das gar nicht hin. Dann sieht es vielleicht tatsächlich eher so wie so ein Fliegenvorhang aus. So ein Moskitogitter, weißt du? Das ist bestimmt auch ganz sinnvoll in diesen Landen, wo ständig nur die Sonne scheint. Nein! Ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ist, also, es scheint mir ganz gut zu gelingen. Gut, da oben hätte ich natürlich auch lieber so einen Rahmen, aber na gut. Es ist nun mal Eco. Eco ist erstmal sehr wissenschaftlich. Und Deko-Elemente kommen erst wahrscheinlich ganz zum Schluss von Entwicklungsseite, Entwicklerseite dazu. Und auch die Modder werden erst dann durchstarten. Was machen wir denn mit Eco? So. So, so und so. Hä? Auch wieder anders gelandet. Ist nicht schön. So. Ja, ja, ja. So kann man das schon machen. Hier möchte ich es bitte auch noch. Ach, Mann, oh, Eco. Das Platzierungswunder Eco. Ich habe kein Glas mehr. Warum habe ich kein Glas mehr? Das ist nicht gut. Na gut, dann muss das erstmal reichen für diese Folge. Oh, mir gefällt es ganz gut. Das kann man so anbieten, glaube ich. Kann man so machen. Ich glaube, es ist okay. Also, bis zur nächsten Folge. Machen wir hier ein bisschen weiter und dann kümmern wir uns um den Eingang unten und um die Zuwegung, würde ich sagen. Oder um den Thronsaal. Wir lassen uns da schon was Schönes einfallen. Also, bis zur nächsten Folge, Eco. Tschüss.